Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Nevermind. Ja, da sind wir wieder. Wir sind ja immer noch in Precasia oder wie das auch immer heißt. Ja, und wir wollten jetzt halt diese Ancient Orbs erstmal farmen. Ich glaube, das machen wir direkt mal. Wir haben ja ein bisschen Holz dabei. Also dann lege ich mal hier. Da müssen wir unbedingt auch noch rein. So, also lege ich erstmal alles hier ins Inventar. So, und dann kannst du nämlich direkt losgehen, würde ich sagen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt in der Folge tatsächlich nur diesen, wie hieß das? Ancient Orb? Irgendein Orb war das, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall dieses Teil von den Kaijus hier zu farmen. Warte mal, erstmal Gamma Bright an, damit ihr auch was seht. Das wäre jetzt so diese Folge der Plan gewesen. Wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir ja irgendwie einen Trick, wie bei den, im Abyss, bei den Viechern. Da haben wir ja einfach oben einen Block hingesetzt und dann kamen die da nicht mehr durch. Vielleicht haben wir bei den Kaiju irgendwie so die Möglichkeit, einen 1 breiten Gang zu machen, dass sie dann nicht mehr drüber kommen oder so. So, und was ich ja gesagt habe, ich wollte mich ja ein bisschen informieren über diese Dimension, also über die Monster hier in der Dimension. Und das habe ich sogar gemacht, krass, ne? Und zwar standen da einige Informationen, also einige tatsächlich ziemlich nützliche Informationen zu der Skeletal Arena. Da werde ich dann nochmal drauf zurückkommen, wenn wir das genau machen. Aber was ich schon mal sagen kann ist, da stand einiges. Also man hat halt diese, wirklich jede einzelne Welle hat man aufgelistet, damit man schon vorher weiß, welche Wellen man bezwingen muss. Und das sind eigentlich gar nicht mal so wenige. Das ist ein bisschen nervig, dass man da jedes Mal einmal springen muss. Das sind gar nicht mal so wenige, die man da bekämpfen muss. Aber was viel interessanter war, dass das tatsächlich, also ich habe ja gesagt, dass das mehrere Monster sind. Und das sind auch tatsächlich unterschiedliche, also so unterschiedlich starke, so die sind dann da auch eingegliedert in stark, mittel, schwach. Und da gibt es wirklich Hilfestellungen, welche Monster man zuerst töten soll und welche zuletzt und sowas alles. Also das fand ich schon ziemlich geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ausgeprägt ist, sage ich mal, dieses Modpack. Also bin ich irgendwie nicht von ausgegangen. Ich meine, klar, wegen den ganzen... Oh nee, die können wir hier gar nicht gebrauchen. Okay. Wenigstens verteilt hier drinnen keinen Schleim. Das hat uns ja noch gefehlt. Also an sich finde ich das ganz cool, dass du halt so diese... Ja, wirklich diese Verteilung hast, also dass du halt auch Leute hast, die sich Strategien ausdenken und so. Ich glaube nämlich nicht, dass das Wiki von den Entwicklern, ich weiß gar nicht, von wem das Wiki gemacht wurde, aber ich schätze eigentlich nicht, dass das von den Entwicklern gemacht wurde, sondern dass das von den Spielern gemacht wurde und die mussten das ja auch selbst rausfinden. Bedeutet, irgendwer hat sich mal so stark mit Nevermind beschäftigt, dass er rausgefunden hat, hey, hier gibt es so und so viele Monster, die so und so stark sind und sowas alles. Also vielleicht ist das natürlich auch von den Entwicklern, das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Ne? Ihr wisst schon. Wir könnten eigentlich auch wieder diese Ancient Orbs... Okay. Nicht diese Ancient Orbs, sondern hier diese Bloodlusts könnten wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen. Komme ich denn jetzt auf Ancient Orbs? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie... Ich glaube, das war irgendein Orb. Kann aber auch sein, dass das irgendwie Skeletal Orb war oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr. Müsste ich mir jetzt durchlesen. Nicht jetzt. Nicht jetzt gerade. So, warte mal. Okay. Ich dachte eigentlich, du wartest da kurz. Mann, warum denn nicht? Kommt doch her. Wenn ihr kämpfen wollt, dann kommt wenigstens hierher, wo ich auch eine Chance habe. Meine Güte. Könnt ja nicht da auf diesen Giftfeldern oder was auch immer das alles ist stehen bleiben. Was wir gleich machen können, Sekunde. Ich teste das jetzt einfach aus. Ich teste das einfach aus. Vielleicht können wir tatsächlich irgendwie. Das Problem ist nur, wir. Ich mache hier auch mal zu, sonst fallen wir noch in die Lücke und sterben oder so. Wir könnten tatsächlich versuchen, das 2 breit zu bauen. Warte, ich kann das ja mal an dem hier austesten. Was passiert denn, wenn ich hier so ein. Komm mal her. Okay, ne, der kommt dadurch. Dann ist das hier jetzt kurz unsere Test-Area. Komm mal mit. Ja, komm. Du, genau du. Komm her. Kommst du? Ah, du kommst. Geil.
Okay, wir könnten den Eingang hier also 1 hoch machen. Hey, Schnuggi. Geht einfach wieder weg. Ja, los, komm her. Na, komm. Beifuß. Ja, brav. Ne, die kommen da nicht durch. Das Problem ist nur, dann sehen die uns scheinbar nicht. Oder der versucht einfach gerade einen anderen Weg zu finden. Das kann natürlich auch sein. Ich springe einfach kurz hier. So viel Schaden wird das schon nicht machen. Dafür müssen wir nur mal runterkommen irgendwie. Wie sieht denn unsere Rüstung? Oh, okay. Bevor wir in diesen Bosskampf dann gehen, müssen wir die auf jeden Fall mal reparieren. Aber jetzt fahren wir erstmal nur eine Runde. Wir müssen uns halt eine Strategie überlegen, also so eine Struktur überlegen, sag ich mal, wie wir die anlocken können. Und trotzdem geschützt sind, sag ich mal. Und das wird gar nicht so einfach, weil wenn wir nämlich zu weit weg sind, locken wir die nämlich nicht mehr an. Das ist das Ding. Und ist auch die Frage, warte mal, wenn ich jetzt hier hin mache. So. Und da. Guck, die kommen halt nicht hierher, ist das Problem. Oder schießt ihr nicht hin? Warte mal. Wir machen das anders. Wir töten die einfach so. Einfach. Warte, ich mache hier kurz den Eingang wieder auf, dass wir hier... Ach nee, das... Okay, ich mache den Eingang nicht auf, sonst fliegen wir uns noch hier aufs Maul und... Ja, ja, komm, lass doch mal gut sein. Ja, ist doch in Ordnung. Hier mache ich auch mal so. Okay. Wir töten die einfach alle und dann umkreisen wir den Spawner, hätte ich jetzt gesagt. Warte mal, können wir hier aus... Ach nee, wir haben keine Fackeln dabei. Wir können nicht ausleuchten. Hä? Dann bist du denn noch nicht tot? Ach, die haben 125 Leben, einfach damit ich einen Schlag mehr brauche. Ah, GG. So, dann könnten wir nämlich hier... Warte mal, ist nur die Frage, in welchem Umkreis, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache hier nochmal so eins dazu. Und dann könnten wir nämlich hier oben... So. Ah, zu langsam. Mann. Ja, ja, komm, ist gut. So. Okay, so könnte das, glaube ich, funktionieren. Wir... Ist nur ein bisschen doof, wir kriegen halt trotzdem noch Schaden. Warte mal, ich probiere mal was aus. Ja, ja, ist ja in Ordnung, lass mich. Geh weg. Okay. Ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich hier überall noch... Lass mich doch hier Holz hin... Och, ey. Leute. Was ist passiert, wenn ich hier Holz hin mache, wollte ich gerade sagen. Vielleicht können die uns nur abschießen, wenn die zu niedrig sind, sage ich mal. So, vielleicht können die uns jetzt nicht mehr abschießen. Gucken wir einfach nach. Wir müssten eigentlich noch... Wir beobachten mal, wie die spawnen. Wenn die nicht hinten an der Wand spawnen direkt, dann machen wir da auch noch zu. Wir wollen ja den... Ja, guck mal, die spawnen direkt daneben dem Spawner. Ich lasse den einfach in Freiraum. Ich könnte jetzt da Pfeile drauf schießen, aber... Nee. Oder kann ich vielleicht... Reicht schon, wenn ich springe? Nee, ne? Heyo. Aha, guck mal, da hast du mich gesehen. Ja. Bist jetzt glücklich. Oh, wir könnten so eine Falle machen. So wie ich den gerade geschlagen habe. So, dann landet der genau da hinten in der Ecke. Und dann könnten wir da hinten in der Ecke so eine Lücke machen quasi. Oh, jetzt habe ich hier natürlich aufgemacht, ey. Nein. Könnt ihr denn nicht dann spawnen, wenn es mir am besten passt. Meine Güte. So, dann machen wir nämlich hier sowas. So. Och, komm schon. Das lass mal gut sein. Warte mal, wir brauchen, glaube ich, nur die oberste Schicht. So. Dann haben wir nämlich hier rechts und links jeweils eine Lücke. Ich zeige euch gleich, wie ich das mir gedacht habe. Wenn dann irgendwann mal wieder jemand spawnt. Warte mal, hier machen wir auch nochmal so eine Treppe hin. Hier so. Ach Gott. Aha, dann können wir die nämlich anlocken. Und dann sind die ganz, ganz glücklich. Ich muss nur gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ha, guck mal da. Hallo. Versuchskaninchen. Bis da. Das ist aber schön. Ah, jetzt habe ich gefailt. Aber ihr habt gesehen, was ich meine, oder? Dann könnten wir die so in die Ecke reinschlagen, dass die genau da in der Ritze hier zwischen den beiden Blöcken hängen.
Und dann können wir die nämlich da immer weiterschlagen. Was wir natürlich machen. Warte mal. Hey, 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 hey. Na, so. Ha. Also wenn das funktioniert, das wäre natürlich mega geil. Wir bräuchten nur noch irgendwas. Kann man da vielleicht Soul Sand oder sowas reinmachen? Max, mal zu mir kommen. Ich brauch dich. Komm her. Mhm. Ach, ach, der geht da von alleine. Oh, das ist aber auch nett. Okay. Ich glaube, so könnte das funktionieren. Ich hätte gerne noch irgendwas so Soul Sand oder sowas, dass sie da drinnen so ein bisschen feststecken, sage ich mal. Yo, ich habe doch mal diesen Raum gezeigt. Ne, wenn man so zwei hohen Block hat, so wie hier, und dann hier vorne vor Soul Sand liegt, hier auf dem Block. Und jetzt der Block hier weg wäre, ihr stellt euch einfach vor, dass der Block hier weg ist. So, wenn hier jetzt unter mir Soul Sand ist und hier oben ist dieser Block, dann komme ich nicht so hier hochgelaufen. Einfach weil hier eine Kante ist und ich da theoretisch über diese Kante nicht drüber springen kann. Vielleicht könnte man sowas hier auch machen. Das weiß ich nicht. Also, bezweifle ich eigentlich. Die gehen da einmal freiwillig rein. Das ist ja voll gut. Warte mal, kann man das vielleicht noch ein bisschen effizienter machen? Ich überlege gerade. Wir könnten da Wasser reinmachen und die zu uns spülen lassen oder so. Aber das wäre halt nicht effizient, das würde zu lange dauern. Ich würde halt gerne hier aufmachen, aber dann kommen die wieder raus. Das ist das Problem. Ach egal, ich glaube, das reicht so. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt schon so viele Coins mal wieder gekriegt. Ey, was spawnst du außerhalb? Okay, wenn mehr als zwei spawnen, dann spawnen scheinbar einer außerhalb, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, wenn die auf Angriffsmodus sind, dann haben die nicht so viel, also dann werden die nicht so weit weggekickt. Das ist ein bisschen schade. Kann auch sein, dass das jetzt nur Zufall war, aber ich glaube, das macht schon Sinn. Also, wenn die nicht gerade von mir angegriffen werden, dann habe ich mehr Knockback, als wenn die mich gerade angreifen. Ist mir gerade so aufgefallen. Hey, hey. Geh mal da in deine Ecke rein. Ach, guck mal. Ha. Loop. Dann machen wir immer mal sowas, dann können wir nämlich hier unser XP abholen. Ist das nicht toll? Wir bräuchten so einen XP-Auslauf oder so. Ist hier denn eigentlich mal wieder was gespawnt? Da kann ich ja mal gucken. Währenddessen die da fröhlich vor sich hin spawnen, kann ich ja mal gucken, ob hier in den Gängen irgendwas spawnt oder so. Ich finde es übrigens schade, dass hier die Mobs keine Effekte kriegen. Also bei den Kaiju natürlich, weil die halt dagegen immun sind. Aber wenn du jetzt andere Mobs hier drin hast, sowas wie die Schnecke oder so, dann wäre es cool, wenn die dadurch auch Effekte kriegen würden. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Ich gehe einfach wieder zurück. Aha, hast du das gesehen? Voll die Abkürzung. Krass, oder? Eine Umleitung, wie abwegig. Oh Gott. Immer dieser Feuer. Dieser Feuer, den kann ich nicht leiden. Ja, komm, geht ruhig in die Ecke rein. Oder lasst es bleiben. Geh da rein. Dankeschön. Wunderschön, wundernett von dir. Okay, du darfst noch ein Stückchen näher kommen. Aha. Warte, willst du von alleine? Du bist ein Schatz. Guck, die gehen das aber von alleine rein. Ich muss die noch nicht mal die Frage zu Ende stellen. Die machen das einfach. Komm, geht da rein. Ist ja geil.